So Leute, moin moin, ihr seid auf Baller Casino Inside, wie ihr merkt. Ich bin einfach mal ein bisschen mit der neuen GoPro Hero 7 Black am Gehen. Wollte einfach mal ein bisschen erzählen, keine Ahnung, wie die Aufnahme jetzt so wird. Ist ja auch ein bisschen Test. Ja, wir schauen. Ich hätte gerne noch einen ND-Filter dran gehabt, aber leider habe ich den ND-Filter quasi ja nicht rangekriegt, ne? Weil ich mit meinen kaputten Händen hier, ich habe ein bisschen Unfall gehabt, muss ich nochmal gucken, den originalen Filter da nicht abgekriegt habe. Ja, was will man machen? So, worum geht es in diesem Video? Es geht in erster Linie um Real Talk, Leute. Bumm. 50% abgeschaltet. Nein. Also im Speziellen geht es darum, um Lovu. Das ist so eine... Hallo. Das ist so eine Dating-App, sage ich mal. Und da will ich euch mal gerne meine Erfahrungen preisgeben. Was habe ich da in dieser Zeit? 2 Wochen? Nicht sehr lange. Aber für mich ausreichend, sage ich mal. Was habe ich da so erlebt? Ja, erstmal hier nochmal für euch, für alle, die es interessiert, nochmal einen kleinen Rundumblick. Dann könnt ihr nochmal sehen hier, wie das hier so aussieht. Jo, hoffe, ich drehe das nicht zu schnell. Na gut, wir schauen. Es geht weiter. Also, Lovu, Leute. Ja, wie bin ich darauf gekommen? Arbeitskollege meinte, melde dich da mal an. Das ist ganz, ganz in Ordnung und so weiter. Bin ja, wie gesagt, Witwer und ich habe da nichts gesucht, irgendwie da zum Rumvögeln. Ich sage das so, wie das ist, Leute. Real Talk. Bloß in dieser Corona-Zeit wäre nett gewesen, mal jemanden anderen als auf dem dörflichen oder beruflichen Umfeld zum Quatschen zu haben. Ne? Mit meiner Tochter, die ist 13, ne, da kannst du nicht bestimmte Themen oder so, kannst du da so nicht erörtern. Naja, wie auch immer, ich mich da angemeldet, das ging ja alles da recht einfach, recht schnell. Da kann man eben nicht meckern. Aber gut. Ging los, denn so alles ehrlich, also ganz ehrliches Profil gemacht, Leute. Muss ich dazu sagen, ganz ehrliches Profil, ehrliche Bilder, ehrlichen Text, ganz ehrlich, alles real eben, so wie ich bin, offen, ehrlich. Ja, dann ging los da, ein so ein Match, muss man da haben, sag ich mal. Gut, sie hat sich da nicht gemeldet, denn zweite Mal, ich meine, da waren einige, die dann geguckt haben, aber ja, nicht direkt da sich dafür interessiert haben oder was, keine Ahnung. Naja, und dann eben hatte ich so ein Match, kann ja ruhig sagen, da Melanie, ne, und hat mir geschrieben, auch hin und her, so echt sympathisch, so auch mein Alter, ne, und ja, ich gedacht, gut, da kannst du mal kennenlernen, ein bisschen schnacken vielleicht, telefonieren, erstmal habe ich ihn vorgeschlagen, lass uns mal auf WhatsApp wechseln. Ist ja auch schon ein bisschen Vertrauensbeweis, dass man denn gegenseitig da die Handynummern hat. So. Dann haben wir ein bisschen geschrieben hin und her. Insgesamt, ich denke mal, 2, 3 Tage, 4 Tage so. Ja. Und dann wollte ich eigentlich mit ihr auch mal telefonieren und so weiter. War ganz nett. Sie hatte einiges so geschrieben, ich hatte einiges geschrieben. Aber im Endeffekt war es heute Morgen dann. Da habe ich schon gesehen, WhatsApp. Kann ich ihr Profilbild nicht mehr sehen. War klar, ne Leute, die hat mich jetzt blockiert. Ja, war es dann wohl, ne? Wollte ich ihr noch einen Text eben schreiben. Ja, ging ja nicht mehr raus, ne? Oder kam nicht mehr an. Auf Lovu auch nicht mehr dann. Möchte keine Nachrichten von dir haben, aber ich hatte dann die Option noch SMS. Habe ich eben noch einen kurzen Text geschrieben, dass ich das schade finde, dass ich sie gern kennengelernt hätte. Und ihr aber trotzdem, ich sag mal, sie hätte sie jetzt ruhig offen sagen können.
vielleicht auch woran es lag, so, ne? Das wäre interessant für mich, dann kann man da nächstes Mal dran arbeiten, sage ich mal. Ja, und dass ich ihm trotzdem viel Glück wünsche für die Zukunft, dass sie eben glücklich wird und jemand findet, der eben für sie sozusagen geeignet ist. Ja, und das war es dann eigentlich im Großen und Ganzen, ne? Antwort erwarte ich da jetzt ja nicht so weiter. Aber ich muss sagen, Leute, das Problem ist eben, das tut schon richtig weh, ne? Weil ich hatte mich echt gefreut, dass ich da mal jemanden gefunden habe, mit dem ich schreiben kann, den man jetzt, wie gesagt, aus dem Umfeld so nicht kennt. Und ja, das wäre schon irgendwie cool gewesen, sage ich mal, ne? Wäre richtig nice gewesen, bestimmt. Ja, das war's dann. Was ist jetzt passiert? Gehen wir den langen oder den kurzen Weg? Ja. Gehen wir ja mal über den Feldweg hier rüber. Mal sehen, ist das gut hier? Ach, schauen wir. Naja, auf jeden Fall ist es so, Leute. Ich habe dann für mich beschlossen oder überlegt, willst du dir das überhaupt noch weiter antun? Ne? Willst du dir sowas überhaupt noch weiter antun? Ja, also ich für meinen Teil brauch's ja nicht, weil ich will nicht sagen, ich bin jetzt so glücklich, wie es ist. Ja, ich war ja über fast 28 Jahre mit meiner Frau zusammen und natürlich ist man da nicht glücklich, wenn sie dann durch sowas aus durch den Krebs da aus dem Leben gerissen wird, ne? Natürlich ist man da nicht glücklich, aber ich bin zufrieden. Ja, ich habe das Schicksal angenommen, ich habe das so akzeptiert, wie es ist. Junge hier. Leute, eine zerrissene Taube. Oh Gott. Ja, ich würde behaupten, der geht schlechter als mir. Ne? Naja, ich habe es so angenommen. Und ja, wie gesagt, eigentlich geht es mir gut. Finanziell alles in Ordnung. Ich habe gute Arbeitskollegen teilweise. Ich habe auch gute Freunde, Kumpels. Auch aus der alten Heimat im Wendland, wenn ich da mal anrufe, so ein paar Leute, die sagen dann auch nicht nein. Ne? Die haben dann auch Zeit oder nehmen sich dann Zeit, wir schnacken was ab. Und jetzt geht ja auch los denn mit Motorradfahren, das soll ja ein neues Hobby denn werden. Ne? Ja, Sachen sind da, passt nicht alles, muss wieder zurückgeschickt werden und so weiter und so fort. Aber gut, was will man machen, ne? Tja, soweit erstmal die Geschichte. Mal ein bisschen anders halten. Soweit erstmal die Geschichte, Leute. Ja, was wird weiterhin? Dann wollte ich noch sagen. Ich habe gleich erstmal, das stimmt, das wollte ich noch erzählen. Da habe ich natürlich gleich erstmal dann die App jetzt gelöscht. Weil für mich kommt sowas nicht in Frage, Leute. Entweder lerne ich dann so jemanden noch mal kennen. Wie gesagt, ich habe da keine Ambition mit zusammenziehen oder irgendwelche anderen Geschichten da, Bettgeschichten. Überhaupt nicht. Ne, wenn man da jemanden hätte kennenlernen können, kommunizieren, bisschen was zusammen unternehmen, vielleicht mal im Sommer. Aber eigentlich habe ich dafür auch keine Zeit. Und ich habe mir das genau, ja, ich habe eben noch mal drüber nachgedacht. Ne? Wie gerade mit dieser Motorradgeschichte und so weiter. Ja, das wird nochmal ein ganz anderes Leben.